Nach Fukushima haben wir in Deutschland 8 Atomkraftwerke abgeschalten. Wir sind hierher gekommen. Temelin hat Schwierigkeiten mit Reaktor 1 und Reaktor 2. In Reaktor 1 gibt es eine falsch angebrachte Schweißnaht an einer Primärkühlwasserleitung. Das wäre in Deutschland nicht zulässig. In Deutschland wäre dieser Reaktor abgeschalten. Es sollen 2 neue Reaktoren gebaut werden, 3 und 4. Dazu gibt es keine Anhörungstermine in Deutschland und in Österreich. Wir wollen dazu Anhörungstermine, wie das europäischem Recht entspricht. Und wir wollen natürlich auch Tschechien, den Kollegen in Tschechien, unseren grünen Kollegen, behilflich sein auf dem Weg zur Energiewende in Tschechien. In Deutschland ist die Energiewende voll im Gange. Jede Kommune baut regenerative Energien aus. Das möchten wir auch in Tschechien erreichen. Wie kommen hier die deutschen Gästen jetzt aus Bayern und anderen Kreisen Deutschlands in Temelin? Es ist für uns sehr wichtig, dass sie hier auch mal kommen, wegen 2 Gründe. Der erste Grund ist, in Tschechien gibt es eine verzerrte Idee über was Deutschland jetzt gemacht hat. Also der deutsche Atomausstieg wird gesehen als einen politischen Panikhandlung, Panikreaktion. Und nicht einen sehr gut durchdachten Ausstieg aus der Atomenergie, die schon 15 Jahren vorbereitet wurde. Die andere Seite ist, dass es auch wichtig ist für Deutschen, um mal zu sehen, was Temelin richtig ist. Weil zu oft denke ich doch, dass es Mythen gibt. Dass dadurch ein Feindbild entsteht, was die Dialog kaputt machen kann. Also hier zu kommen, mit eigenen Augen zu sehen, wie das Kernkraftwerk läuft, wie auch die Mitarbeiter hier versuchen, Sicherheit Gestalt zu geben und so weiter. Das ist schon wichtig, um den Dialog auf den richtigen Fakten und Daten weiterführen zu können. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Leute hier sind. Und ich hoffe, dass wir dann auch weiter die tschechischen politischen Entscheidungsebene beeinflussen können in den nächsten Jahren, um wegzugehen vom Atom, um auch erneuerbare Energiequellen hier in Tschechien weiterzuentwickeln und nicht, wie jetzt entschieden ist, um aus den erneuerbaren Energien auszusteigen bis 2030 und noch 10 neue Kernkraftwerke zu bauen. Wir sind hier in Temelin, nicht weit von der bayerischen Grenze. Es gibt Orte im Bayerischen Wald, von denen kann man den Kernkraftwerkstandort sehen. Und es ist völlig klar, Fukushima ist nicht sicher, Harrisburg ist nicht sicher und Temelin ist auch nicht sicher. Und dass dieses Kraftwerk jetzt noch ausgeweitet werden soll, das ängstigt uns. Und deswegen werden wir auch alles daran setzen, alle rechtlichen Möglichkeiten, auch Einsprüche bei der EU-Kommission und anderen, damit Temelin nicht ausgebaut wird und damit dieser Atomwahnsinn, wie er in Tschechien derzeit anläuft, ein Ende hat. Und den Tschechen muss ich sagen, liebe Leute, es wird sich auch nicht rechnen. Wir haben eine Situation, dass Deutschland aussteigt, dass Österreich aussteigt, dass wir das mit erneuerbaren Energien ersetzen. Das ist politisch einhellige Meinung, das ist wirtschaftlich und energiewirtschaftlich technisch möglich. Das wird doch geschehen. Und die Vorstellungen von Tschechien, sie könnten jetzt ihren Atomstrom dauerhaft nach Deutschland exportieren oder nach Österreich, die wird nicht aufgehen. Und damit wird auch die ökonomische Grundlage für den Ausbau von Temelin nicht ausgehen. Und deswegen rate ich Ihnen, seid klug, starke Worte, liebe Tschechen, starke Worte, zahlen euch nicht die Rechnungen, die euch der Neubau von Kernkraftwerken verursachen, auf den Tisch legen wird. Am Ende wird die Bevölkerung dafür bluten. Es sind also unsere Ängste und ihr eigener ökonomischer Nutzen, der sagt Nein zum Ausbau von Temelin. Čili tady je vlastně předpoklad, že budeme sázet na decentralizaci vlastně těch veškerých energetických zdrojů. Das zweite wird sein, dass wir sehr stark die Netze und die Speichertechnologien vor Ort ausbauen. Wir schaffen durch all diese Maßnahmen neue Arbeitsplätze in Deutschland.
Wir bedanken uns, dass wir da sind. Und ich hoffe und wünsche Ihnen allzeit, solange Ihre Reaktoren laufen, einen guten Betrieb und dass wir nie ein Erlebnis haben werden, in unser aller Interesse, dass wir nie eine Bilder sehen werden wie in Fukushima. Das wünsche ich uns allen. Okay, danke schön.